Hallo, liebe Fahrradfreunde, ich bin der Tobias von der Elektrorad-Redaktion und ich habe euch heute das Richmond von Greens mitgebracht, ein klassischer Tiefeinsteiger mit Vollausstattung, den wir uns im Folgenden mal im Detail genauer anschauen. In puncto Motor hat sich Greens für den Active Line Plus von Bosch entschieden, der durch seine leise Laufleistung überzeugt. Beim Akku sind die 500 Wattstunden absolut ausreichend für eine Tagestour. Mit der 9-Gang Alivio-Schaltung von Shimano ist auf jeden Fall gemäßigtes Terrain problemlos fahrbar. Als Komfortelemente sind unter anderem die Santur Federgabel mit seinem 63 mm langen Federweg verbaut, die auch auf Schotterweg weitestgehende Unebenheiten wegschluckt. Blickt man weiter auf die Reifen, fällt natürlich zum einen die Breite auf, in der Mitte sehr glattes Profil, was auf Asphalt für Geschwindigkeit sorgt. Für die angesprochene Alltagstauglichkeit sorgen zum einen der Gepäckträger mit seiner 25 Kilo Zuladung, dann das Rahmenschloss, was das kurze Abstellen innerhalb der Stadt natürlich sehr gut ermöglicht. Dann geht es weiter mit den Schutzblechen, die bei Regen schützen und natürlich nicht zu vergessen, wenn es mal dunkel wird, die Lichtanlage, die absolut gut und sicher ausleuchtet. Was Greens optisch wirklich sehr gut gelöst hat, ist die interne Kabelführung am Lenker. Wie hier zu sehen, unmittelbar verläuft es in den Rahmen hinein und sorgt dadurch für ein sehr aufgeräumtes Cockpit. Für 2.899 Euro ist das Richmond von Greens zu haben und ist unserer Meinung nach der perfekte Begleiter für Genusstourer oder für Fahrten innerhalb der Stadt. Überzeugt hat uns das Rad vor allem mit seiner durchdachten Vollausstattung, aber auch mit seinen optischen Designakzenten. Insgesamt 89 Punkte bedeuten für uns die Note gut. Den ausführlichen Testbrief gibt's auf radfahren.de. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal.